Guten Morgen, es ist Sonntag und eigentlich wollten Robert und ich Motorrad fahren heute, aber es regnet in Bindfelden, also machen wir was anderes. Willkommen zur Ausgabe 5 von Kettennutzel TV. Ich freue mich, denn in weniger als 4 Wochen geht's los zur Alpentour. Anfang Juli sind wir eine Woche in den französischen Westalpen unterwegs. Es wird also langsam Zeit, sich um die Tourvorbereitung Gedanken zu machen. Das habe ich heute getan. In der heutigen Ausgabe möchte ich euch mal die Route vorstellen, die wir fahren werden und was ich so an Equipment mitnehmen möchte. Aber zuallererst geht es darum, mit welchem Motorrad ich fahre. Und das ist dieses hier. Yamaha war so freundlich, mir eine Tracer 900 für die Tourwoche zur Verfügung zu stellen. Ich bin sehr gespannt auf das Bike. Ich bin selber noch nicht gefahren, aber mit 115 PS, 3 Zylinder und fahrfertigen 210 Kilo wird es sicherlich Spaß machen, in den Alpen Kurven zu jagen. Das Motorrad werde ich abholen in Neuss, wo Yamaha seinen Sitz hat. Insofern werde ich dieses Jahr im Gegensatz zu den letzten Touren nicht in München starten und meine mitfahrenden Kollegen erst unterwegs treffen. Doch jetzt mal zur Routenplanung. Am ersten Tag werde ich mit meinem Kumpel Holger zusammen die ersten Kilometer unter die Räder nehmen. Er wird mich begleiten den großen Teil des ersten Tages. Es geht erstmal Richtung Süden, über die Landstraßen Richtung Frankfurt. Ab Frankfurt werden wir für ungefähr 2 Stunden die Autobahn nehmen, um ein bisschen Strecke zu machen. Aber ab Baden-Baden geht es dann über die Schwarzwald-Höhenstraße. Richtig schön kurvig bis Richtung Kirchzarten. Da freue ich mich sehr, meinen Studienfreund Andi Rombach wieder zu treffen, der in Kirchzarten das Familienhotel übernommen hat. Insofern ein guter Ort zu übernachten. Wahrscheinlich wird da mich auch der Aki aus München treffen, der auch an dem Samstag schon losfährt. Und von dort aus werden wir am Sonntag über den Feldberg Richtung Schweiz fahren. Irgendwo unterwegs sammeln wir Thomas auf, der dann auch zu uns stoßen wird und wir werden dann am Zürichsee längs fahren, vielleicht eine kleine Kaffeepause machen bei den Young Guns in Rapperswil, um dann von dort aus Richtung Gotthard weiterzufahren. Nicht ganz rauf auf den Gotthard, wir biegen dann den Wassen rechts ab auf den Sustenpass und werden im Sustenhospiz übernachten, nachdem das im letzten Jahr so viel Spaß gemacht hat, auf dem Flühlerhospiz zu übernachten, werden wir das dieses Jahr auch wieder versuchen. Am Morgen des dritten Tages fahren wir dann vom Sustenpass los, über den Furka-Pass, rauf auf den Gotthard, wo ich dann als 17-Jähriger schon mal mit dem Fahrrad oben war. Aber dieses Mal machen wir es etwas gemütlicher auf dem Motorrad. Werden dann die alte Gotthardstraße runter Richtung Airodo fahren und dann rechts abbiegen Richtung Nufinenpass. Wenn wir den überwunden haben, kommt so ein bisschen, naja, Langeweile-Strecke nicht, aber 2 Stunden lang mal im Tal längs fahren, bevor wir in Martigny gegen Nachmittag des Tages Richtung Großer St. Bernhard abbiegen werden, um dann am Ende dieses Tages im Aostatal unser Nachtlager aufzuschlagen. Der Tag 4 wartet dann mit einigen Höhepunkten auf. Zum Warm-up gehen wir über den kleinen St. Bernhard. Dann werden wir links abbiegen ins Val d'Isère, wo der Col de l'Isère ansteht, eine Klassiker der Tour de France. Der Col du Mont-Cenis folgt dann, bevor wir durch Susa durchfahren und dann über den Col de la Finestre nach Sestrier und Briançon weiterfahren. Das wird auf jeden Fall eines der Highlights der ganzen Tour, an einem Tag diese wirklich berühmten Pässe fahren zu können. Am Tag 5 geht es dann von Briançon los, über den Col Agnel nach Marmora, Isola, Col de la Bonnette, über den Col du Var und dann in Guillestre werden wir den Tag ausklingen lassen.
An diesem Tag 5 werden wir auch den südlichsten Punkt der Tour erreichen. Wir machen es nicht ganz bis runter zum Mittelmeer, werden dann ab Tag 6 uns eher wieder nordwärts orientieren. Und es geht los in Guillestre, über den Col du Galibier, Col du Télégraphe, Col de la Madeleine nach Albertville. Und für mich endet dann der Tag in Genf. Mal gucken, ob die Münchner Kollegen bis dahin mitfahren oder vorher abbiegen Richtung Osten. Das werden wir dann auch sehen. Ab Genf werde ich dann einen sehr langen Tag vor mir haben, wahrscheinlich alleine, übers französische Jura ins Elsass, wo ich dann das Kurvengewusel um den Col de la Schlucht fahren werde. Ich freue mich jetzt schon über die ganzen Straßen und Pässenamen da. Im Nordelsass werde ich dann übernachten, bevor es dann an Tag 8 der Tour das letzte Teilstück zu bewältigen gilt. Aus dem Elsass raus, rein in die Eifel, am Nürburgring mal halten. Ich glaube, an dem Wochenende ist sogar Truck Grand Prix. Vielleicht kann man da mal ein bisschen gucken. Und dann wird es zurückgehen nach Neuss, wo ich dann am Abend bei Yamaha die Tracer abstellen werde mit ungefähr 3000 Kilometer mehr auf der Uhr. Wir werden mal sehen, wie viel es genau werden. Auf jeden Fall ist es immer wieder eine Herausforderung, wenn man nicht mit dem eigenen Motorrad zu Hause losfährt. Das heißt, man muss sich genau überlegen, was man packt, was man mitnimmt. Die Tracer soll auf jeden Fall Satteltaschen haben und einen Tankrucksack. Da ich selber noch nicht weiß, wie viel da reingeht und welches Packmaß meine Sachen haben, ist Probepacken angesagt. Ich nehme auf jeden Fall ein oder zwei Taschen mit, die ich zur Not noch mit Rockstraps auf die Sitzbank schnallen kann. Ich habe mir zwei Rolltaschen, Trekkingrollen von Moto Detail gekauft, die sehr schön verarbeitet sind mit 50 und 30 Liter Packvolumen. Eine der beiden wird auf jeden Fall ausreichend sein für das Gepäck. Mehr Sorgen mache ich mir so ein bisschen um die Technik, die ich immer wieder dabei habe, wie ich die unterbringe, aber dafür gibt es auch eine Lösung. Zum Stichwort Technik. Ich habe ja im Ende letzten Jahres bei der Silvesterausfahrt dämlicherweise meine alte GoPro verloren, da die Sockenabfalterung irgendwie ihren Geist aufgegeben hat oder ich sie nicht richtig an der Vespa damals befestigt habe. Sprich, Ersatz tat Not. Ich habe mich dann erstmal sparbrötchenmäßig eine Billig-Action-Cam gekauft, nämlich die mit dem klangvollen Namen Summicon. Das ist ein China-Produkt, was kompatibel mit allen GoPro-Fassungen ist, die sagenhafte 30 Euro gekostet hat. Die hätte ich auch lieber in zwei Kästen Bier investieren können. Das wäre sinnvoller gewesen, weil nach dem ersten Test und Ausritt mit dieser Kamera hat sich gezeigt, das ist gut Deutsch für einen Arsch. Die liefert eine ganz schlechte Qualität ab. Sie kann 720p filmen, 30 Frames pro Sekunde. Aber das ist so eine schlechte Bildqualität. Ich zeige euch jetzt parallel hier mal ein paar Bilder, die ich bei der 13-Seen-Ausfahrt mit den Berlin Café Racers gefilmt habe. Das kannst du so keinem zeigen. Insofern ist das wahrscheinlich eher für meine Kinder ein Spielzeug. Ich habe dann ein paar Wochen später mir eine gebrauchte GoPro Hero 4 Session geholt. Und wie ihr seht, sehr viel kompakter. Ich halte nochmal die andere daneben. Die hat ungefähr das Format meiner alten GoPro Hero 4 Silver. Und das hier ist die neue GoPro Session. Vorteil, sehr kompakte Kantenlänge und wirklich mit einem Klick zu bedienen. Kann man entweder direkt an der Kamera hier oben, sieht man es, Kamera, ein kleiner Button, der an, ausmacht und sofort auch die Aufnahme startet. Das kleine Display, was wir hier oben sehen, ist zur Steuerung auch geeignet. Ein kleiner Navigationsbutton hier hinten lässt einen durch das Menü klicken. An der Seite ist eine kleine Öffnung, die USB-Steckerbuchse vorhält und den SD-Kartenslot. Ungefähr 2 Stunden Akkulaufzeit kriegt man aus der Kamera raus. Nachteil gegenüber meiner bisherigen GoPro: Man kann hier keine Akkus wechseln. Das heißt, wenn hier der Akku leer ist, kann ich nicht schnell den nächsten reinstecken und weiterfilmen. Hier muss ich erstmal zwischendrin laden. Ein weiteres Feature, was ich vermisse, was ich sehr schön fand bei der alten GoPro, war, es gab bei der alten GoPro einen kombinierten Aufnahmemodus, der gleichzeitig gefilmt als auch Bilder gemacht hat. Das geht hier nicht. Sie nimmt Full HD auf, 60 Frames pro Sekunde. Das ist auf jeden Fall ausreichend, denke ich mal. Ich bin gespannt, was die auf der langen Tour bringt. Stromversorgung ist auch ein Thema. Ich werde auf jeden Fall ein oder zwei Powerbanks mitnehmen, weil die GoPro unterwegs auch geladen werden möchte. Aber auch das Handy, was mir als
Navigation dienen wird, mit Strom versorgt werden muss. Unter anderem ist jetzt seit dieser Woche die Navigon Cruiser App auch verfügbar fürs iPhone. Die werde ich auf jeden Fall dabei haben. Aber da man ja nie weiß, was einen unterwegs am Wetter entsprechend erwartet und man die Tour mal umplanen muss, habe ich auf jeden Fall mein Kartenmaterial dabei. Wie in der zweiten Ausgabe des Vlogs mal dargestellt, bin ich ja ein sehr großer Freund der Planung auf Karten. Und wenn man abends in der Hütte zusammensitzt, kann man vielleicht da noch die eine oder andere Routenoption für den nächsten Tag austüfteln. Ein Ding muss ich auch noch machen, nämlich das Tour-Logo zu Ende designen. Ihr habt vorhin schon im Zeitraffer gesehen, dass ich da fleißig am Pinseln bin. Das Logo aus dem letzten Jahr hat mein Kollege Lars mal für mich entworfen. Dieses Jahr will ich auf jeden Fall selber mal mich dran machen und bin gerade dabei, das auszutüfteln. Nach 3 Jahren Alpenblitz haben wir für dieses Jahr für die Tour einen neuen Namen gefunden, weil es ja eben in die französischen Westalpen geht und viele Tour de France Klassiker dabei sind, haben wir es genannt Le Tour des Grandes Alpes und so wird auch das Logo designt werden. Ich bin mal gespannt, ob ich das heute noch fertig bekomme. Auf jeden Fall werde ich in der nächsten Ausgabe des Vlogs viel zu berichten haben, weil der wird nach der Tour stattfinden. Ob ich dann schon das Tourvideo fertig haben werde, glaube ich nicht, das dauert immer eine Weile. Aber Anekdoten von unterwegs wird es auf jeden Fall geben und die ein oder anderen Bilder und dann vielleicht schon den Ausblick auf die nächste Testaktion. Vielen Dank für heute und bis bald.